Ihren Platz im Regen hatten die Herren Magath und Trapattoni bei extrem bescheidenem Wetter im ausverkauften Volksparkstadion sicher. Den Bayern war von Beginn an der Ärger der letzten Wochen nicht anzumerken. Und so schloss Jürgen Klinsmann diese Kombination schon in der 16. Minute zur 1:0-Führung ab. Nur 3 Minuten später die spielentscheidende Szene. Der Hamburger Spörl hatte schon gelb gesehen, als ein Nährlinger Rüde von den Beinen holte. Schiedsrichter Heinemann zögerte keinen Moment, ihn dafür vom Platz zu stellen. HSV-Trainer Magaths Konzept war dahin, als der stark spielende Basler mit diesem herrlichen Schuss kurz vor der Pause für das vorentscheidende 2:0 sorgte. Für HSV-Fans wurde es auch nach dem Wechsel nicht angenehmer, denn der FC Bayern spielte zu clever, um noch in Gefahr zu geraten. Nach weiteren Großchancen setzte Thomas Helmer den Schlusspunkt per Kopf zum 3:0 Endstand. Wieder war es Mario Basler, der mit seiner präzisen Hereingabe Helmer bediente. Bayern München bleibt weiter souverän auf Meisterschaftskurs.